sagen, ich bewundere die Leute, die hier aus amtlicher Position darüber verfügen, was geschichtliche Erinnerung sein darf und was nicht. Dieses Monopol würde ich gerne auch mal selber verfügen. Ja. Ja, aber das ist doch alles im Zuge der neoliberalen Privatisierung. Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Kölner Scherz. Man macht das mal, heute schreddern wir, heute Morgen schreddern wir, übermorgen schreiben wir eine neue Doktorarbeit. Hat diese Dame mit dem Nachnamen Chaya, Nomen ist oben, eigentlich auch nicht auch einen Doktortitel? Ich glaube doch. Vielleicht sollte man da mal nachgucken. Ja. Ja. Niemand sitzt sicher auf seinem oder ihrem Posten. Jedenfalls nicht mit so merkwürdigen Abkürzungen vor dem Namen. Ja, schauen wir mal nach, ehe das Geschreddere zu Ende ist. Wie heißt das auch so schön? Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Mhm. No. Ja, aber diese Gutsherren-Mentalität, ne? Das verbreitet sich ja immer mehr. Auch in solchen historischen Archiven. Mhm. Also ich meine, der Einsturz hätte ja auch nicht unbedingt passieren müssen, wenn man auf den, der das gesehen hat, dass da ein Riss immer größer wird, Tage vor dem Einsturz, wenn man auf den gehört hätte. Mhm. Weil der hatte es ja gesagt, da hat ja jemand drauf hingewiesen. Also da geht jetzt gerade was gehörig schief und ja. Ne, dann, wenn man einfach so in seiner Verpflichtung ernsthaft vorgegangen wäre, dann ja, wäre vielleicht einiges gerettet, Das ist natürlich undenkbar, ernsthaft vorgehen in der Hauptstadt des ewigen Vergnügens und dann noch bezogen auf eine Einrichtung, die genau am Durchzugs- und Durchmarschweg des Rosenmontagszuges liegen. Völlig undenkbar. Das muss einfach so sein. Das ist so, wie wenn das Karnevalskomitee aufsteht, dies macht und sich dann wutsch wieder hinsetzt. Nicht? Das ist genau diese Bewegung. Ah, wutsch! Ja. Das war eine Art von, wie soll ich sagen, das ist als Spiritus Coloni. Ja, das war eine Offenbarung. Ja, das war wirklich. Ja. Die ganze Welt lacht über Köln. Ja. Und das wird auch nicht anders werden. So haben wir die Frau Doktor Dingsbums Chaya. Es sitzen hier wirklich, ich bin eine andere Meinung als diejenigen, die das immer so schärfstens kritisieren. Es sitzen hier in dieser Stadt wirklich an jedem Platz die richtigen Leute, da wo sie hingehören. Wie man so schön sagt, Arsch auf einmal. Ne? Also meinst du jetzt im Sinne des Peter-Prinzips? Ja, im Sinne des Prinzipiums. Zu persiv ohne Ende, ne? Ja, wir sind ja hier die eingebogenen Indies. Ja, genau. Ne? Ja, klar. Jedenfalls länger Indie als die meisten Eingeborenen. Ne? Ja, seit 1973 sich hier nicht zurechtfindet in der Stadt. Und sich immer noch durchfragt. Ja, bei den Baustellen wundert mich das auch gar nicht. Nein. Wie soll man da auch, ne? Ja, echt, in diesen Baustellenwald. Kommt mir das immer wieder aufs Neue unvertraut vor. Obwohl wiederum auf der anderen Seite vertraut. Nach gewisser Zeit. Symbol von ständiger Abraumhall. Das stimmt. Aber es ist doch recht anstrengend, weil wenn man sich dann an das Ungewohnte dann gewöhnt hat und es vertraut geworden ist, dann ist es schon wieder weg.
Ja, siehst du. Ja? Man muss ja ständig umdenken. Ja, das ist aber wirklich so eine physische und räumliche, physische und räumliche Ausformung des Prinzips des ständigen Wandels. Ja. Das Zentrum des Wandels. Köln ist ein Mikrokosmos der Evolution und ihrer kompletten Biologie. Ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch, ja. Schwarzes Loch, das im Zentrum der Galaxis, ne? Ne, wissen wir ja mittlerweile, Köln ist das Zentrum der Galaxis des Krümels. Das schwarze Loch. Das schwarze Loch für Millionen von, wie soll ich sagen, Begünstigungsfinanzen. Sagt man vielleicht sonst Bestechungsgelder, aber das ist nicht so. Das gibt es nur woanders. Ach doch, Bestechungsgelder. Hier wird doch offensichtlich zugeschoben, da wird doch gar nicht mehr gestochen. Ja, genau. Also, gestochen wird doch schon gar nicht mehr. Die sind Fründe, oder wie es heißt. Fründe und Fründe. Das reimt sich ja nicht so. Klingt fast gleich. Fründe und Fründe. Aber da muss man ja sagen, da hat dann komischerweise Köln auch eine gute Beziehung zur Landeshauptstadt Düsseldorf. Ne? Also gerade in den letzten Jahren entwickelt. Ja, jetzt zur Saison auch wieder. Düsseldorf genannt, ja. Ja, aber davon abgesehen. Das liegt aber nur am Sackabrieb. Ja, genau. Kann mich mal jemand aufklären. Sackabrieb, das ist seit gestern unser neues Modewort. Sackabrieb. Ja, das ist eklig. Nö, ich meine, hättest du erlebt, was wir gestern erlebt haben, dann hättest du auch keine Probleme mit Sackabrieb. Wir haben es ja jetzt auch hier erlebt, nicht? Der Sack ist abgetrieben. Und nicht sozusagen betrieben. Ein Sack weniger. Das kommt der nächste hinterher. Obwohl, der ist doch nur zurückgetreten. Der kann doch irgendwann wieder vortreten. Worden, ja, klar. Ja. Der kommt wieder. Keine Frage. Blöd. Aber mittlerweile fragen sich Leute auch tatsächlich, ob diese ganze Show nicht dazu diente, etwas viel Widerwärtigeres zu verdecken. Schlimmer geht's nimmer, oder wie? Ja, immer. Doch, es geht immer schlimmer. Ja, es geht immer noch. Ja. Nur übler, als man sich es überhaupt vorstellen kann. Und wenn der in seiner Ahnengalerie, in seiner angeheirateten Ahnengalerie, der Namen wie Rippentrop vorzuweisen hat, dann. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis und ich würde auch keine Sippenhaftung betreiben wollen. Aber was er als Kriegsherr betrieben hat und in dieser Funktion ja notwendigerweise betreiben muss, ist ja mit Sicherheit weitaus schlimmer als ein bisschen Plagiieren von Doktorarbeiten. Das stimmt. Das ist nämlich zum Beispiel auch untergegangen, diese, wofür dann ja noch von der Kanzlerin gelobt worden ist, von wegen, er wäre ja als Kriegsminister so erfolgreich gewesen, ne? Diese, ja. Nicht nur diese Afghanistan-Geschichte, die doch äußerst fragwürdig ist, wo man da den Erfolg tatsächlich suchen muss, den er da vorzuweisen hätte, gibt es aber die Bundeswehrreform, diese Privatisierung der Bundeswehr. Das finde ich ja doch ein ganz schön starkes Stück, dass das als das Jahrhundertwerk reformerischen Vorgehens verkauft wird. Und die Leute scheinen gar nicht zu merken, worauf das hinausläuft. Was heißt denn Privatisierung der Bundeswehr? Kann man dann Bajonett am Automaten ziehen oder wie? Nee, man kann dann einfach als Regierung oder wie auch immer mit direktem Draht zum Minister viel schneller und freier über diese Bundeswehr, also nicht mehr Bundeswehr, aber dieses Heer dann verfügen. Ja, also ja. Es ist dann ein professionelles Söldner-Heer. Und man braucht ein paar Leute, die sich gut auskennen, wie man vielleicht im Nahkampf jemanden ganz kurz das Lebenslicht ausblasen kann, aber vor allem braucht man heute Leute, die
wissen, wie man aus der Entfernung technologische Kriegsführung betreibt. Allerdings. Mit ein bisschen Knopfdruck oder virtueller Zielbestimmung mal ein paar tausend Leute auslöscht. Ja. So, darauf werden Sie ja nun auch durch nachwachsende Klientel auch durch entsprechende, wie soll ich sagen, Angebote der Unterhaltungsindustrie mental vorbereiten. Ja, das sind ja kräftig drauf. Also, ja. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Gleichwohl werden von dieser sogenannten Bundeswehrreform dann auch eine ganze Menge von nicht nur Rüstungsfirmen, sondern auch privaten Dienstleistern massiv profitieren. Ja, das finde ich auch schön. Wo ist der Feind, Baby? Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Also Dienstleister, die für die Bundeswehr nach Infrastrukturmaßnahmen durchführen, wie also die Erstellung von Lagern, von Bauten, die gesamte Versorgung mit zivilen Gütern, die DHL, also ihr Tochterorganisation der auch halb privatisierten Post, trägt dann für Transportbedarf Sorge und das ist also ein Milliardengeschäft, das dabei abfällt. Ich finde ja, das fällt mir jetzt gerade dazu ein, finde ich auch bemerkenswert, dass ja also zuletzt die Kanzlerin zu den Vorgängen in Nordafrika, in den nordafrikanischen Ländern, dann plötzlich auf Entwicklungshilfe verwiesen hat. Also wir müssen die Entwicklungshilfe vorantreiben. Und wenn man dann weiß, wie das formuliert worden ist, Anfang dieses Jahrtausends, ne? welchen Ländern denn Entwicklungshilfemaßnahmen zugute oder zugeführt werden können, ne? Dann steht das auch im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Interessen und mit Bündnisfähigkeit. Ne? Ja, das war ja natürlich schon immer so. Ne? Ja, aber das ist auch verschärft worden. Das ist, zielgenauer formuliert, wie es alles so neudeutsch jetzt immer heißt. Und Herr Köhler hat es ja dann unbedachterweise dann auch mal geäußert. Ja. Ne? Ja. Nun, der Zurückgetretene hat es ja dann auch quasi wiederholt. Nicht wahr? Also Kriegseinsätze als Instrument zur Sicherung wirtschaftlicher Interessen. Ja. Genau. Das ist nicht neu, das steht ja schon längst im Raum, schon seit den 80er Jahren, schon seit der Kolonialzeit, dass das so offen hier ausgesagt wird. Ja. In der BRD, das hören wir vielleicht erst seit so richtig erst seit der sogenannten Wiedervereinigung. Ja. Hemmung fallen lassen können. Genau. Und deswegen, also das fand ich so schön, heute war im Spiegel Online dann in diesem Kolumne-Teil über die Kanzlerin, ne, wurde dann geschrieben, wie sie sich denn jetzt gerade so missverhalten hat und warum das missfallend bewertet wird, ihr Verhalten zu dem Herrn von der Zürichenberg, dass die Analyse war dann auch verblüffend. Also die Frau Kanzlerin wäre die erste Machtpolitikerin ohne Visionen. Selbst ein Kohl hätte ja noch sowas wie Visionen gehabt, aber sie ist rein Kanzlerin um der Kanzlerin willen, also rein um der Macht wegen. Ne? Deswegen wäre die auch so unangreifbar und deswegen hätte die Opposition auch so Schwierigkeiten mit ihr. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Blick auf diese Frau. Ja, die Person ist im Grunde auch völlig uninteressant. Ja, nichts weiter eben. Als eine vorgeschobene Repräsentantin von Kapitalinteressen. Ja. Und zwar natürlich der Interessen von Banken und
Rüstungsindustrie zu förderst. Und ob sie sich dann nun toupieren lässt oder ein ausgeschnittenes Kleid in Bayreuth trägt. Ihr Vorgänger hat 1936 auf dem grünen Hügel natürlich kein ausgeschnittenes Kleid getragen. Warte mal, 1936? Er hat sich aber garniert, ne? Ja, eine schöne Uniform hat er, glaube ich. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, in Bayreuth war er ohne. Kann auch sein, dass er dann ich irgendwie runtergekommen ist. Weiblich garniert dann, ne? Ja, mit Winifred wahrscheinlich. Ja. Nicht nur mit Winifred. Winifred meinte ja noch später, nach dem Krieg oder irgendwo im Fernsehen, in den 60er, 70er Jahren. Er wäre ja immer so charmant gewesen und hätte den Damen stets die Hand geküsst. Ja. Die Rede ist jetzt allerdings nicht von Baron respektive... Nee, du meinst den Altkanzler, oder? Den Adolf Hütterer. Überall Altkanzler, ja, genau. Meine Uhr. Darf ich Ihre Hand küssen, gnädige Frau, oder soll ich sie gleich abhacken? Jawohl, zu viel. Diese Figuren sind ohnehin austauschbar. Oh nee. Von der herrschenden Klasse nach vorne geschoben. Um eine Kulisse zu bieten und der Zeitmentalität entsprechend die Bevölkerung einzubinden. Spielt keine Rolle. Einzulullen, oder? Ja. Das ist ja das Interessante an dieser Geschichte mit dem Herrn von und zu Gutenberg. Da hat doch tatsächlich die mediale Unterstützung gar nicht geholfen, also die Bildkampagne, das stimmt nicht. Dieser Hunderttausende, die meinen, er sollte doch nicht zurücktreten, das hat nichts genützt. Aber das ist ein interessantes Phänomen. Heute in den Nachrichten war es so, dass tatsächlich, ich glaube, jetzt mich nicht lügen, aber 67% meinten, es wäre schade, dass er zurückgetreten wäre, jetzt von dieser Leserschaft. Es lässt schon nach, denn noch vor anderthalb Wochen etwa oder zwei Wochen stand in dieser betreffenden Zeitung, wenn man das so nennen darf, in Wirklichkeit ist es ja ein Agitationsorgan, stand 87% sagen, wir stehen zu Gutenberg. Das war übrigens eine Lüge. Es ist schon wieder eine Namensfälschung. Es hätte heißen müssen, wir stehen zu Gutenberg. Mhm. Also das, selbst das war noch gelogen. Ja, wenn aber das da nur noch 67% sind, dann geht das ja schon zurück. Ja, aber es gibt da unterschiedliche Zahlen oder unterschiedliche Gruppierungen von Votings sozusagen. Ja. Ne? Also es gibt das Voting der Bild, also diese Bildkampagne, dann gibt es das Voting im ersten und zwar gibt es da zwei. Und das Zweite, und das ist ganz merkwürdig, da sind so viele Klicks vorgenommen worden, dass irgendwann der Server zusammengebrochen ist. Das muss von gestern auf heute oder von vorgestern auf gestern passiert sein. Irgendwie mitten in der Nacht ist der Server zusammengebrochen. Mhm. Und so viele Votings hat es auf der Tagesschau-Seite noch nie gegeben. Also so viele Klicks, ne? Also das bewegte sich immer irgendwas um den 5.000er bis 10.000er Bereich und da waren es dann bei 200 irgendwas 1.000 haben sie dann, ist der Server dann zusammengebrochen. Naja, das ist früher nicht gegeben zu Köpkes-Zeiten oder noch davor. Nicht? Da war die Tagesschau auch hier noch schwarz-weiß. Da gab es ja null Voting. Noch eine Woche vorher hat das noch nicht gegeben und da gibt es ja so Leute, die meinen, das kann aber auch schon wieder irgendeine eine Trickgeschichte gewesen sein, ne? Ja, wahrscheinlich sitzt der Gutenberg zu Hause, der hat jetzt Zeit und klickt immer selber. Ja, das kann auch sein. Oder ein virtueller Klickautomat. Ja, oder er lässt klicken. Das ja, geht, so ein normaler Computer schafft ja was weiß ich, wie viele
Tausende, Millionen oder sonst was schwingen in der Sekunde, warum soll man die nicht in Klicks umsetzen? Ja. Kannst du gar nicht sehen. Und schon hast du ein Voting. Vielleicht sollte man auch so Wahlen durchführen. So war das. Ja. So ist das. Ja. Machen wir eine kurze Pause? Ja, mach mal Pause. Mach mal Pause. Ja. Trink eine Brause. Fußball. Ne? Juhu, Fußball. Wir gucken jetzt lieber Runde Fußball.